Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Beseitige die Illusion. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 25. September 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben die Fähigkeit, eine Perspektive mit einem von euch zu einem Thema zu teilen und eine andere Perspektive mit derselben Person zu einem anderen Thema zu haben. Und wir sehen nicht, dass wir eine andere Ideologie haben als die betreffende Person. Wir müssen unsere Perspektive nicht hundertprozentig mit euch teilen, um euch alle als auf unserer Seite in unserem Team zu sehen. Wir wissen, dass ihr alle in dieser Zeit so sehr unterschiedlicher Meinung seid, dass ihr als eine sehr polarisierte Gesellschaft angesehen werdet. Und ihr könnt eine Linie im Sand mit jemand anderem ziehen, mit dem ihr in einem Thema nicht einverstanden seid. Ein Thema ist alles, was man braucht, um zu beginnen, in Begriffen wir gegen sie zu denken. Und das auch dann, wenn man merkt, dass man selbst nicht immer die gleiche Perspektive zu jedem Thema während des ganzen Lebens hatte. Deshalb ist es wichtig, dass ihr erkennt, dass die Überzeugungen einer Person nicht definieren, wer sie ist. Du bist auch nicht durch deine Gedanken oder Ideen definiert. Wenn ihr so kritisch zu euch selbst wärt und euch selbst nach jedem einzelnen Gedanken beurteilen würdet, der durch euer Bewusstsein geht, würdet ihr noch härter zu euch selbst sein, als ihr es bereits seid. Und so schlagen wir vor, dass du damit aufhörst. Wir schlagen vor, dass du aufhörst, diese Linien im Sand zu ziehen und dass du anfängst, zu den Themen zusammenzukommen, bei denen du zusammenkommen kannst. Wir schlagen vor, dass ihr erkennt, dass ihr alle die gleichen Emotionen empfindet. Ihr alle habt zu irgendeinem Zeitpunkt sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Und wenn ihr erkennt, dass ihr als Menschen mehr gemeinsam habt, dann könnt ihr anfangen, euch der Zeit zu nähern, auf die ihr alle zusteuert. Einer Zeit, in der ihr euch als Kollektiv erkennen werdet. Ihr wollt euch auf das konzentrieren, was die Illusion der Trennung beseitigt, und das könnt ihr nur tun, wenn ihr euch bewusst bemüht. Diejenigen, mit denen du bei diesen Hot-Button-Themen nicht einverstanden bist, werden wahrscheinlich nicht diejenigen sein, die versuchen, die Menschlichkeit in dir zu sehen und nach dieser Gemeinsamkeit zu suchen. Es werden diejenigen von euch sein, die wach sind, die zumindest versuchen, mit dem Rest eurer Mitmenschen zusammenzukommen, damit ihr als Kollektiv handeln könnt und damit ihr außerirdische Wesen als ein einheitliches Ganzes empfangen könnt. Lasst die Idee los, dass die Überzeugungen eines anderen Menschen diese Person definieren, und ihr werdet anfangen, euch auch mehr Spielraum zu geben. Du wirst erkennen, dass du nicht perfekt sein musst, um eine Person zu sein, die es gut meint und die das Beste für jeden will. Und du kannst auch diesen anderen Leuten etwas Spielraum lassen und erkennen, dass auch sie glauben, dass sie auf der Seite des Guten stehen. Und wenn du diesen Wunsch in einem anderen erkennst, gut zu sein, kannst du die Göttlichkeit in dieser Person sehen. Und das ist es, was die Menschheit mehr als alles andere braucht. Ihr müsst die Göttlichkeit in euch selbst und anderen sehen, damit ihr euch gegenseitig als göttliche Wesen aus Licht und Liebe behandeln könnt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.